Es handelt von einem neuen Verständnis dafür, was eigentlich Licht ist. Das Witzige an der Sache ist, dass sich damals kaum jemand um die Frage kümmerte, weil das eine Frage zu sein schien, die man beantworten konnte. Licht, das war doch klar, das war im 19. Jahrhundert eindeutig geklärt. Licht war eine elektromagnetische Welle. Man konnte genau angeben die Wellenlängen des Lichtes. Man konnte bestimmte Erscheinungen überprüfen, sogenannte Interferenzerscheinungen, die nur mit Licht möglich sind. Und eigentlich war völlig eindeutig, wie die Antwort auf die Frage heißt, was ist Licht? Nämlich eine Welle. Einstein machte dann Überlegungen statistischer Art und Beobachtungen und Vergleiche mit experimentellen Ergebnissen, die ihm andeuteten, dass das nicht ganz die Lösung sein konnte. Und nach einigem Hin und Her ist er zu der von ihm selbst als revolutionär bezeichneten Einsicht gekommen, dass Licht auch aus Lichtatomen bestehen muss, dass Licht also auch Teilchencharakter haben muss. Und tatsächlich stellt er vor, dass man bestimmte Eigenschaften des Lichtes, den sogenannten photoelektrischen Effekt oder auch andere Dinge, nur dann verstehen kann, wenn man annimmt, dass Licht nicht nur als Welle in Erscheinung treten kann, sondern auch als Teilchen. Seitdem steht das so in den Büchern. Einstein hat die Dualität der Lichtnatur erkannt. Es kann Welle und Teilchen sein. Aber ich glaube, die eigentliche Entdeckung ist eine andere. Denn was Einstein wirklich entdeckt hat an dieser Stelle, ist, dass man nicht erklären kann, was Licht ist. Denn wenn etwas sowohl Welle als auch Teilchen sein kann, dann wissen Sie alles Mögliche über dieses Etwas, nur nicht mehr, was es ist. Denn wieso soll etwas Welle und Teilchen zugleich sein? Das ist offenbar eine ganz andere Art der Beschreibung, die in die Naturwissenschaften hineinkommt. Denn ob ich Licht als Welle messe oder ob ich Licht als Teilchen messe oder bestimme, hängt von der Entscheidung des Beobachters ab. Er sagt, ich will die Wellenlänge des Lichtes messen, dann antwortet Licht mit der Wellenlänge. Oder er sagt, ich will den genauen Ort eines Lichtatoms messen, dann antwortet das Licht genau mit dieser Antwort. Und man kann das auch anders noch nachweisen, dass Licht tatsächlich den Teilchencharakter hat. Und die eigentliche Entdeckung von Einstein ist, dass Licht immer ein Rätsel bleiben wird. Jedenfalls im Sinne der Menschen, die ein Gehirn haben wie wir. Und das ist nun jetzt für mich das Besondere, denn wenn Licht immer Welle und Teilchen sein kann, und wenn ich also nie sagen kann, was Licht eigentlich ist, dann ist Licht ein Geheimnis. Und erinnern Sie sich an das Zitat, das ist das Schönste, was wir bekommen können, nämlich etwas als geheimnisvoll empfinden und sozusagen Lust haben auf dieses Geheimnis. Ich bin nämlich davon überzeugt, dass das eigentliche Interesse von Menschen an Dingen der Wissenschaft oder Dingen der Kunst nicht dadurch zustande kommt, dass wir Lösungen und Antworten haben, sondern dass wir Fragen stellen können, dass wir Geheimnisse haben. Und was Einstein uns sagt, ist, Licht ist ein Geheimnis. Und deshalb ist es das Schönste, was ihm passieren kann. Wir können über das Licht ewig und immer wieder staunen. Und Einsteins Angebot an die Menschen ist, über das Licht zu staunen. Und natürlich auch dann über andere Dinge, über die Atome zu staunen, über den Raum zu staunen, über die Zeit zu staunen. Und das ist eigentlich das Angebot. Er gibt keine wirklichen Antworten, sondern er sagt, staunt darüber, wundert euch darüber, freut euch daran und gebt euch der angenehmen Tätigkeit des Nachdenkens über diese Dinge hin. Also Licht ist eine große Entdeckung von Einstein, dass sie so gewissermaßen so im Unklaren oder so im Geheimnisvollen bleibt wie die großen Fragen der Philosophie. Wir werden ja auch nie wissen, was Gerechtigkeit ist, was Tapferkeit ist, sondern wir können das diskutieren. Wir können immer wieder die Frage neu aufwerfen. Wir können auch immer wieder die Frage neu aufwerfen, was Licht ist. Mit anderen Worten, Einstein verwandelt die Physik in eine philosophische Disziplin, die voller Geheimnisse ist, über die man sozusagen mit großer Freude und mit großem Vergnügen nachdenken kann.